Meine Damen und Herren, ungewöhnliche Umstände. Ich bedanke mich beim IFO-Institut, dass es möglich ist, diese Vorlesung, die sonst in der Aula stattfindet, der Universität hier elektronisch mit den Möglichkeiten des IFO-Instituts zu realisieren. Corona und die wundersame Geldvermehrung in Europa, das ist das Thema. Wer hätte nicht gerne Geld und wer hätte nicht geträumt vom Geld? Als Kinder haben wir diese Geschichte vom Tischlein deck dich gehört. Man muss nur Bricklebrit rufen und beim Esel kommen die Dukaten heraus, vorne und hinten. So ein Tier wäre eine tolle Sache. Und fast haben wir es. Die Europäische Zentralbank, über die ich heute reden werde, hat vielerlei Ähnlichkeiten mit diesem Goldesel. Allerdings ist es nicht wirklich Gold, sondern Papier. Nun gut, ich will den Dingen nicht vorgreifen. Wir werden verschiedene Themen miteinander besprechen hier. Die Corona-Krise, ein kurzer Blick drauf, die fiskalischen Rettungsmaßnahmen, die Finanzierung der Krisen durch die Druckerpresse. Da kommen wir dem Thema schon näher. Wo liegt das viele Geld, das jetzt gedruckt wurde? Stieg die Zentralbankgeldmenge auch anderswo an oder ist das ein typisch europäisches Phänomen? Warum gibt es eigentlich noch keine Inflation? Was sind die Verteilungseffekte dieser Geldpolitik? Und welche Gefahren gibt es? Die Gefahr der Zombifizierung, die Gefahr der Inflation, unter welchen Bedingungen kann man das erwarten oder muss man es befürchten? Und welche geschichtlichen Erfahrungen haben wir eigentlich mit dem Thema der großen Inflation? Nun gut, also werfen wir mal kurz einen Blick auf das, was man ja sowieso vom Fernsehen kennt. Das sind die Todesfallzahlen täglich. Also es sind hier gleitende Wochenmittel dargestellt und Sie sehen, dass wir am aktuellen Rand doch sehr viel mehr Tote haben als im Frühjahr. Die zweite Welle hat Deutschland mit noch größerer Kraft und Wucht erfasst als die erste. Frankreich indes, sehen Sie hier, hatte ja sehr viel mehr Probleme mit der ersten Welle im Frühjahr. Aber interessanterweise gehen die französischen Zahlen in der zweiten Welle jetzt doch zurück, weil Frankreich schon länger einen totalen Lockdown hatte im Vergleich zu Deutschland. Und wenn Sie mal hier genau schauen, haben sich die Kurven bereits gekreuzt. Letzte Woche, also nach dem zweiten Advent, sind die französischen Zahlen unter die deutschen gefallen oder die deutschen über die französischen. Und der deutsche Trend ist leider noch gar nicht gebrochen. Und das begründet den harten Lockdown, den ja auch Clemens Fuest mit der Leopoldina hier vertreten und gefordert hat. Ich glaube, völlig zu Recht. Die Corona-Krise ist eigentlich eine Fortsetzung der Euro-Krise. Die Probleme, die wir die letzten 12 Jahre seit der Lehman-Krise 2008 gesehen haben, haben sich nur fortgesetzt. Hier sehen Sie die Kurve oder verschiedene Kurven. Ich beginne mal zunächst mit den deutschsprachigen Ländern. In der Schweiz hat sich die Industrieproduktion seit diesem weißen Punkt, das ist der Herbst des Jahres 2007, als der Interbankenmarkt das erste Mal in Schwierigkeiten gekommen war, ganz ordentlich entwickelt. Da gab es den Einbruch 2009, aber dann ging es wieder hoch. Auch Österreich hat eine schöne Entwicklung. Am aktuellen Rand sehen Sie allerdings in Österreich jetzt deutlich den Einbruch in der Corona-Krise, was in der Schweiz so nicht zu sehen war. Und das ist Deutschland. Deutschland hatte eine etwas verhaltene Entwicklung. Seit 2018 ist die deutsche Industrie leider auch in der Rezession, schon aus vielerlei Gründen. Und jetzt kommt Corona dazu und dann geht es wieder hoch. Es ist ein bisschen so ein umgekehrtes Wurzelzeichen in der Entwicklung. Der Absturz war steil, der Anstieg aber auch, aber führt nicht ganz auf das alte Niveau zurück. Und jetzt müssen wir im Moment befürchten, dass es so ein W wird. Es geht runter, hoch, nochmal runter, wieder hoch. Aber
Das werden wir im Frühjahr besser wissen als jetzt. Wie ist es mit den anderen europäischen Ländern? Frankreich, unser großer Nachbar im Westen, hat hier offensichtlich viel größere Probleme gehabt in der Krise des letzten Jahrzehnts und ist auch jetzt in der Corona-Krise sehr stark abgestürzt. Man war ja ursprünglich nicht wieder auf 100% des Vorkrisenniveaus hochgekommen, sondern nur auf 90 und krebste da seit 2010 auf diesem Niveau und hat es nicht geschafft, überhaupt wieder den Anschluss an die Zeit vor 2008 zu finden. Und erst recht gilt das ja für Italien und für Spanien, zwei Länder, die vor Corona immer noch um 20% abgeschlagen waren gegenüber dem Vorkrisenproduktionsniveau, was einheitlich für alle Länder hier durch diesen weißen Punkt beim Herbst des Jahres 2007 gekennzeichnet ist. Und auch der Absturz, der war heftig. Das führte also dazu, dass das Sozialprodukt die Produktion im verarbeitenden Gewerbe um 45% runterging. Das verarbeitende Gewerbe ist ja nur ein Fünftel in Deutschland zum Beispiel des Ganzen und in anderen Ländern ist es sogar noch weniger. Aber es ist natürlich das Gewerbe, was die Wettbewerbsfähigkeit zeigt, denn da werden die Produkte erzeugt, die im internationalen Wettbewerb stehen. Nun haben die Staaten durch Rettungsmaßnahmen reagiert, die Staatengemeinschaft, die EU, aber auch die Einzelstaaten. Deutschland hat hier sehr viel gemacht. Wenn Sie auf die Homepage des Bundesfinanzministeriums schauen, dann finden Sie hier 353 Milliarden haushaltswirksame Maßnahmen als Finanzierungsrahmen. Das wird nicht alles sofort ausgegeben. Und nochmal 820 Milliarden für Bürgschaften, also Garantien, wenn Unternehmen Kredite ziehen wollen bei den Banken. Das sind immerhin in der Summe 35% des BIP, obwohl man das vielleicht nicht so richtig addieren kann, ist ein bisschen Äpfel und Birnen. Aber es sind schon sehr, sehr große Summen. Und dann gab es ja in der zweiten Runde dann auch noch ein Konjunkturprogramm von 130 Milliarden Euro oder 4% des BIP, was hinterherkam mit Mehrwertsteuersenkung, Kinderbonus, Stärkung der Kommunen und so weiter. Und dann im Herbst die dritte Runde, die Novemberhilfe, Verlängerung der Überbrückungshilfen für die Unternehmen bis zum Juni 2021. Also es ist ziemlich viel Geld hier auf den Tisch gelegt worden. Und genauso hat es die EU als Ganzes gemacht. Wir haben insgesamt für 1,5 Billionen Euro oder 11% des EU-BIP Ausgabenprogramme. Das ist ein Kurzarbeitergeld, das ist eine Aufstockung der Mittel für den ESM, für die Europäische Investitionsbank, dann vor allem dieser große, lange bestrittene Wiederaufbaufonds von 750 Milliarden, wo man ja jetzt einen Kompromiss erzielt hat, sodass die Ungarn und die Polen auch mit im Boot sind. Also sehr, sehr viel Geld wird bewegt oder zur Verfügung gestellt, muss ich sagen, denn das ist hier der Ausgabenrahmen und es wird dann im Laufe der Zeit und auch der nächsten Jahre bewegt werden, indem diese Mittel abgerufen werden. Die Budgetdefizite der Staaten für das Jahr 2020 sind erheblich. Die USA liegen hier an der Spitze mit 15%, Japan mit 14%, Großbritannien kommen, Italien mit 10%, Frankreich und die EU im Durchschnitt 8,4%. Da ist Deutschland hier mit nur 6,5% Budgetdefizit eigentlich nicht sehr extrem unterwegs, sondern in einem Volumen, das man für angemessen fast halten kann, bezüglich der Größe der Aufgabe. Allerdings stellt sich ja die Frage, ob also Konjunkturpolitik überhaupt angemessen ist in einer solchen Krise. Rettungspolitik ja, man kann ja nicht Unternehmen, die funktionierende Geschäftsmodelle haben, jetzt einfach untergehen lassen, wenn man weiß, in Zukunft wird ja alles wieder gut sein, sondern man muss sie irgendwie erhalten. Aber Konjunkturpolitik heißt ja, man gibt den Leuten Geld in die Hand, sodass sie das ausgeben können. Sie gehen in die Läden und kaufen. Naja, ist das wirklich so sinnvoll? Da stecken sie sich ja wieder an. Also unsere Konjunkturprogramme haben epidemiologisch ganz problematische Effekte gehabt. Aber die Leute gehen natürlich zum Teil in den Versandhandel, da können sie sich nicht anstecken. Nur der Versandhandel, den muss man nicht anschieben, der ist sowieso am Boomen. Da jetzt noch einen draufzusetzen mit den Konjunkturprogrammen, das ist diskutierbar, will ich mal sagen.
Die Schuldenquoten der Länder durch diese Defizite gehen natürlich hoch. Deutschland hatte es mit der schwarzen Null ja geschafft, wieder unter die Maastricht-Grenze von 60% zu kommen vor Corona. Aber das geht jetzt Richtung 80% hoch im nächsten Jahr. In Frankreich gehen wir gegen 118% des BIP. Das ist schon also eine erhebliche Zahl. Frankreich hat die Schuldenquote in den ganzen 12 Jahren der Krise seit 2008 laufend erhöht. Spanien hat sie auch erhöht, geht auf 122%. Italien auf 159%, nicht? Immer hat man gesagt, ja, wir machen Schulden, um die Wirtschaft anzukurbeln, dann wachsen wir aus den Schulden raus und die Schuldenquote fällt. Aber Sie sehen, das stimmt ja gar nicht. Das ist so eine Lebenslüge der Europäer. Und wir sollten Griechenland nicht vergessen, die hier bei 201% liegen. Griechenland hat jetzt die 200%-Grenze geknackt. Und das, obwohl Griechenland im Jahre 2012 ja einen großen Schuldenschnitt bekommen hat. Für 105 Milliarden Euro sind ja Schulden gegenüber privaten Gläubigern dem Land erlassen worden. Es war eine Art von Staatskonkurs, die damals stattfand. Und hätte es das nicht gegeben, dann wäre dies die griechische Kurve, dann lägen wir schon bei 256%. Man hatte gehofft, dass die Schuldendynamik mit dem Schuldenschnitt weg ist. Aber Sie sehen, trotz des Schuldenschnitts ist die Schuldenquote immer weiter gewachsen. Also Schulden schneller gewachsen als das Sozialprodukt. Das ist die Realität und da haben wir schon auch ein Problem für die Zukunft. Ich will aber nicht sagen, dass die Verschuldung grundsätzlich falsch ist. Also in der Zeit der Krise muss der Staat sich verschulden, das ist die etablierte Lehrmeinung, um die Lasten der Krise in der Zeit zu verteilen, sodass auch zukünftige Generationen sich daran beteiligen. Was jetzt aber wirklich problematisch ist, dass die Europäische Zentralbank mit ihren Gliednotenbanken, den nationalen Notenbanken hier auch noch beteiligt ist und diese Schuldpapiere großenteils aufkauft, sodass also letztlich auch eine Finanzierung dieser ganzen Programme nicht nur aus der Ersparnis der Haushalte, sondern aus den Druckerpressen des Eurosystems stattfindet. Und die Frage ist, brauchen wir eigentlich mehr Zentralbankgeld? Es gibt ja Ersparnis en masse. Die Leute wären wahrscheinlich gerne bereit, Staatspapiere zu kaufen, wenn es sie denn gäbe, aber die Staatspapiere und zu attraktiven Zinsen, aber die Staatspapiere werden von der Zentralbank gekauft, das treibt die Kurse hoch und die Zinsen nach unten. Es ist eine Situation, wo letztlich für das gesamte Eurosystem eine Art Ersatzeinkommen aus der Druckerpresse fließen. Ja, wir arbeiten in der Krise nicht mehr ganz so viel, im Corona-Lockdown sowieso nicht. Trotzdem fließen die Einkommen gestützt vom Staat weiter und diese Einkommen kommen aber auf einem Umweg aus den Druckerpressen des Eurosystems. Also die Staaten verschulden sich, indem sie ihre Papiere verkaufen an den Markt und anschließend kaufen die Notenbanken der jeweiligen Länder die Staatspapiere zurück. Und das ist ja fast dasselbe, als hätte der Staat sofort das Geld aus der Druckerpresse seiner Notenbank bekommen. Also dieser kleine Umweg über die Banken, der auch meistens nur so 10 Tage ist, ist nicht erheblich. Die 10 Tage kommen aus einem Bericht der Bundesbank gegenüber dem deutschen Verfassungsgericht, das dieses Vorgehen ja sehr kritisch hier beurteilt hat, wie Sie wissen, in verschiedenen Verfahren. Also auch das Kurzarbeitergeld kommt aus der Druckerpresse der Bundesbank, wenn man so will. Und ist das so richtig oder ist es ein Problem? Nun, ich glaube, es ist schon deswegen ein Problem, weil es ja viel ist. Wir haben allein in der Corona-Krise jetzt Programme für 2.800 Milliarden Euro beschlossen, das Pandemic Emergency Purchase Program, also Kaufprogramme für Staatspapiere und andere private Papiere im Umfang von 1.350 Milliarden Euro. Dann Targeted Longer Term Refinancing Operations, ähnliche Größenordnung, beschlossen im Juni.
Dann eine Fortsetzung der Wertpapierkaufprogramme aus dem Quantitative Easing Programm von 2015, das immer noch läuft. Und dann Pandemic Emergency Liquidity Targeted Operations, Refinancing Operations. Das sind also Notkredite, die die einzelnen Notenbanken im eigenen, nach eigenem Gustus und auf eigenes Risiko an ihr Bankensystem ausgeben. Und diese Kredite fließen dann entweder an die Unternehmen, die die Kredite beziehen von den Banken, oder an die Staaten, deren Papiere gekauft werden. Und wie gesagt, das sind 2.805 Milliarden Euro, beschlossen dieses Jahr, Laufzeit bis zum Sommer nächsten Jahres. Und wenn man bedenkt, dass die gesamte Euro-Zentralbankgeldmenge im Jahre 2008 vor dem Beginn der Lehman oder auch dann Euro- und Finanzkrise nur 900 Milliarden war, dann merkt man, welche gewaltigen Volumina hier tatsächlich bewegt werden. Und jetzt letzte Woche hat es ja noch einen neuen Beschluss gegeben, wonach dieses Pandemic Emergency Purchase Program im nächsten Jahr sogar noch verlängert werden soll, und dann sind nochmal 500 Milliarden auf den Tisch gelegt worden, also extra Geld aus der Druckerpresse. Zumal die alten Programme ja nicht einfach auslaufen, sondern großenteils wird das immer wieder ersetzt. Man hat auch dann gesagt, dass man da oben bei den anderen Programmen noch aufstocken wird, aber nicht wie viel. Also da ist noch ein großes X dabei, was also diese Geldflut hier beschreibt. Wenn wir uns das mal in der Statistik anschauen, sehen wir hier die Entwicklung der Zentralbankgeldmenge im Laufe der Zeit in Billionen. Links ist das Jahr 99, als der Euro virtuell eingeführt wurde. Sie sehen, das ist da relativ stabil in der Entwicklung bis 2008. Dann kommt die Lehman-Krise, dann geht das hoch, und zyklisch bewegt sich diese Geldmenge auf immer höhere Niveaus und hatte im November 2020, also letzten Monat, 4,6 Billionen erreicht. Und Sie sehen, bevor diese Zyklizität hier beginnt, kurz vor der Lehman-Krise im Sommer 2008 waren wir bei 900 Milliarden, was ich schon gesagt habe. Eine dramatische Aufblähung. Was ist eigentlich die Zentralbankgeldmenge? Da komme ich gleich noch genauer dazu, aber das ist einmal das Geld, was man in der Tasche hat, Banknoten und Münzen. Es sind auch die Banknoten, die die Banken besitzen, aber vor allem sind es die Kontobestände, die die Geschäftsbanken bei ihrer jeweiligen Notenbank haben. Das zählt auch mit zum Zentralbankgeld. Zentralbankgeld nennt man auch Geldbasis, weil das der Politikparameter ist. Das ist jene Geldmenge, die direkt durch politische Entscheidungen hervorgerufen ist. Dann gibt es noch andere Geldmengenaggregate, die von der Reaktion des privaten Sektors abhängen. Da komme ich gleich dazu. Ja, und die jetzt beschlossenen Programme sollen das ja nun vergrößern auf 6 Billionen Euro, rechnerisch. Von 900 Milliarden auf 6 Billionen. Und das, was da jetzt letzte Woche neu beschlossen wurde, das geht dann schon Richtung 6,5 Billionen plus X, wo wir nicht wissen, wie groß das X ist, also bewegt sich doch in Richtung auf 7 Billionen möglicherweise. Die Prognose kann man nicht wirklich machen, aber es sind auf jeden Fall riesige Größenordnungen, um die es hier geht. Eine Versiebenfachung der Zentralbankgeldmenge seit dem Sommer 2008, ohne dass die europäische Wirtschaft jetzt sonderlich gewachsen wäre. Die ist auch nicht viel größer als damals. Gut, die baltischen Länder, also die Eurozonenwirtschaft, die baltischen Länder sind hinzugekommen, aber das macht alles den Kohl nicht fett. Der Geldüberhang relativ zu dem, was damals war, dürfte in der Größenordnung von 4,5 Billionen Euro liegen, wovon 3,5 Billionen bis zum Sommer des nächsten Jahres immer gerechnet staatliche Papiere sein dürften. Also im Wesentlichen Staatspapiere der Mitgliedstaaten, aber auch Papiere, die von den Rettungsschirmen und der Europäischen Investitionsbank ausgegeben sind. Wo liegt dieses viele Geld? Wo ist denn das?
Liegt das im Ausland vielleicht? Nun, also außerhalb der Eurozone. Es könnte sein, die von den Dollars liegen auch viele im Ausland. Man rechnet einen großen Prozentsatz über die Hälfte der Dollar-Banknoten, die irgendwo auf der Welt zirkulieren. Das ist auch tatsächlich in Europa so. Hier ist der Anteil der Banknoten und Münzen. Das ist ja nun wiederum nur ein Teil der Zentralbankgeldmenge, weil die Kontobestände der Banken bei der Notenbank nicht dabei sind. Da sieht man, dass das so auch gegen so ein Drittel geht. Ein Drittel ist eine Zahl, die galt früher auch schon, als wir die D-Mark noch hatten. Da kursierte ein Drittel der D-Mark-Banknoten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Viel Gastarbeitergeld, das nach Hause gebracht wurde und da unter Matratzen lag und so weiter. Das ist mit dem Euro ganz ähnlich. Wenn wir schauen, was das absolut ist, das waren hier anfangs vor der Euro-Krise 152 Milliarden und das sind jetzt, und das ist eine Schätzung der EZB selber, 464 Milliarden, also es liegen so etwa 300 Milliarden dazwischen. 300 Milliarden zusätzliches Zentralbankgeld hat sich verteilt außerhalb des Euroraums, können wir grob gesprochen sagen. Das ist aber nicht viel, nicht relativ zu diesem gewaltigen Zuwachs auf 6 Billionen, der hier stattgefunden hat. Nein, das Geld liegt nicht da im Wesentlichen, es liegt einfach bei den Konten der Banken. Die Banken halten riesige Bestände an Zentralbankgeld auf ihren Geschäftskonten bei den jeweiligen Notenbanken. Und hier liegt es wiederum überproportional in Deutschland, weil sehr viel Geld netto nach Deutschland überwiesen wurde. Geld, welches durch Kreditvergabe von anderen Notenbanken geschaffen und in Umlauf gebracht wurde, wanderte nach Deutschland, um hier Güter zu kaufen, um alte private Schulden zu tilgen und auch Vermögensobjekte, Aktienhäuser oder sonst was zu kaufen. Das wird ja durch die Target-Salden, von denen Sie schon mal gehört haben und über die ich bei einer früheren Vorlesung gesprochen habe, erläutert. Ich zeige Ihnen mal, wie sich diese überproportionale Bewegung hier erklärt. Das ist der deutsche Target-Saldo. Also für 1060 Milliarden Euro sind Nettoüberweisungen aus dem Rest des Eurosystems passiert. Das ist Geld, welches in anderen Notenbanken netto geschaffen wurde durch Kreditoperationen, durch Kreditvergabe an die Banken oder durch den Kauf von marktgängigen Wertpapieren. Und die Länder, die das vor allem gemacht haben, sind Italien und Spanien, die ja hier jeweils so mit knapp 500 Milliarden Euro in ihren Bilanzen entsprechende Minusposten, Verbindlichkeiten haben. Dahinter stehen letztlich Kredite, die im Eurosystem gegeben werden. Diese Target-Salden sind eine Art von Überziehungskrediten. Es führt hier viel zu weit, das weiter zu erläutern. Aber es zeigt, dass viel extra Geld nach Deutschland hin überwiesen wurde und dann von der Bundesbank emittiert wurde. Das in Deutschland zirkulierende Geld hat zwei Quellen, nicht? Es ist zum einen das Geld, welches von der Bundesbank durch Kreditvergabe an die Banken und Kauf von Wertpapieren geschaffen und in Umlauf gebracht wurde. Und es ist zum anderen, also das nenne ich mal das interne Geld, und es ist zum anderen externes Geld, wo die entsprechende Kreditoperation durch ausländische Notenbanken passiert ist und dann ist das Geld nach Deutschland gewandert, um hier irgendwas einzukaufen damit. Und die Summe beider Geldmengen sehen Sie hier, das sind 1658 Milliarden Euro. Davon ist internes Geld 1080 Milliarden Euro und externes Geld der Rest. Also ungefähr 600 Milliarden Euro. Übrigens war das interne Geld 2012, 2013 schon mal null. Da gab es überhaupt kein netto gerechnet, überhaupt kein Geld, das in Deutschland zirkulierte, welches von der Bundesbank durch Kreditoperationen geschaffen wurde, sondern es wurde überwiesen nach Deutschland. Die Bundesbank hat es zwar auch gemacht und ausgegeben, aber im Auftrag ausländischer Notenbanken, wo entsprechende Kredite an die Wirtschaft und den Staat geflossen sind.
Man muss jetzt auch noch den Bargeldabfluss berücksichtigen. Also Target erklärt eigentlich diese graue Kurve und ein Teil dieser zusätzlichen Geldmenge ist abgeflossen, rechnerisch in andere Länder. Ob es wirklich abgeflossen ist, weiß kein Mensch, aber es wird so gerechnet, als wäre es abgeflossen und da entsteht eine Bargeldverbindlichkeit für Deutschland und der Nettobetrag ist hier ungefähr 600 Milliarden. Das ist also Geld, welches per Saldo aus dem Ausland nach Deutschland kam. Die Deutschen sitzen heute auf riesigen Geldbeständen aus diesem Grunde, die in dieser Form in anderen Ländern so nicht vorhanden sind. Das liegt an der politischen Unsicherheit, der Unruhe der Kapitalmärkte. Geld, welches mehr vorhanden war, als es für die Transaktionen unbedingt nötig war zu Hause, wurde letztlich in irgendeiner Weise häufig nach Deutschland und auch ein bisschen nach Holland und Luxemburg geschickt. Stieg die Zentralbankgeldmenge auch anderswo so stark? Ich meine, es ist ja kein europäisches Phänomen alleine. Die Amerikaner haben ja auch einiges gemacht. Und was machen die Briten? Hier sehen Sie die Zentralbankgeldmenge relativ zur Wirtschaftsleistung, Y, Bruttoinlandsprodukt. Und Sie sehen, die britische Kurve ist hier bis 2016 auch gestiegen und dann haben sie aufgehört, die Statistik zu führen. Die Kurve geht also irgendwie nicht weiter, wir wissen es nicht. Das ist die amerikanische Kurve, auch da haben wir einen starken Anstieg. Und hier ist die europäische Kurve. Sie sehen, das ist eine ganz andere Dynamik. Alle Länder haben sich in der Krise der Druckerpresse bedient, um Budgetknappheiten zu überwinden und ihren Staaten und auch der Wirtschaft zu helfen. Aber im Euroraum ist das viel stärker passiert als in den anderen hier gezeigten angelsächsischen Ländern. Allerdings gibt es noch eine Steigerung. In Japan wird das Ganze schon ewig gemacht, seit den 90er Jahren. Sie wissen, Japan hatte ja so eine Art Wirtschaftswunder. Die Blase, die es dann aber war, platzte 1990. Wirtschaft kam in Schwierigkeiten, die Banken kamen in Schwierigkeiten, riesige Abschreibungsverluste. 40% der Banken mussten gerettet werden durch Fusionen und Hilfen vom Staat. Dann hat man versucht, mit einer ganz exzessiven Fiskalpolitik, viel Staatsverschuldung und viel Aufkauf von Staatspapieren durch die Notenbanken dagegen zu arbeiten. Aber richtig geholfen hat es nicht. Seit 1990 werden Sie kein großes Land finden auf der Erde, das so langsam gewachsen ist wie Japan. Man spricht hier von Zombifizierung der japanischen Wirtschaft, die durch diese künstlichen Hilfsmittel aus der Druckerpresse hervorgerufen wurde, weil alles und jedes gerettet wurde und der natürliche Wandel halt nicht stattfindet. Auch das ist ein Thema, auf das ich noch komme. Ja, wenn da überall so viel Geld ist, müsste es doch Inflation geben. Gilt nicht eine Verdoppelung der Geldmenge, bedeutet unter sonst gleichen Verhältnissen eine Verdoppelung des Preisniveaus, ne, so dachten die alten Ökonomen vor Keynes. Aber das ist doch nicht so, denn wir haben das Phänomen der Liquiditätsfalle. Und da dies eine Vorlesung ist, an der ja auch Studenten teilnehmen, möchte ich das mal vom Grundsatz her erläutern, wie wir das den Studenten auch immer erklären. Hier ist der Wirtschaftskreislauf. Y ist das Sozialprodukt. Das sind die produzierten Güter und Leistungen und zwar deren Wert. Und im Umfang dieses Wertes entsteht bei den Produzenten ein Einkommen. Das Einkommen ist dasselbe, bis auf den letzten Cent, weil es nur eine andere Sichtweise desselben Vorgangs ist. Und dieses Einkommen wird hier ausgegeben einmal für Konsumgüterkäufe. Die fließen aber, dieses Geld fließt wieder zurück in den Kreislauf. Es wird ausgegeben für Steuern. Idealiter fließt dieses Geld auch wieder zurück in den Kreislauf, indem der Staat Käufe im Unternehmenssektor tätigt oder seine Beamten bezahlt. Und es wird verwendet für Ersparnis. Also die Leute geben es nicht aus, der Staatskrieg kriegt es auch nicht. Es ist Ersparnis, aber eine Ersparnis könnte ja idealiter zu entsprechenden Krediten auf dem Wege über das Bankensystem an die Unternehmen werden führen. Die Unternehmen kaufen dann Investitionsgüter und Investitionsgüter müssen produziert werden, sind auch Teil der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Also
Im einfachsten Fall ist der Geldkreislauf der Volkswirtschaft so dargestellt und geschlossen. Ein Teil der Ersparnisse fließt hier auch noch ab in das D, das sind die Defizite des Staates, in dem nicht die Unternehmen mit ihren Investitionen kreditiert werden, sondern der Staat kreditiert wird. Aber es ändert nichts daran, dass der Kreislauf geschlossen und stabil ist. Und jetzt kommt Keynes mit seiner Liquiditätsfalle. Er sagt, das kann gar nicht sein, dass das alles ist, denn wenn das so wäre, dann gäbe es ja keinen Konjunkturzyklus. Wie kann es sein, dass ab und zu die Wirtschaftstätigkeit erschlafft? Da muss doch noch mehr sein. Und das Mehr ist das, was er Horte nennt. Es gibt also Geldhorte. Das Geld fließt gar nicht in den Kreislauf zurück. Die Ersparnis geht erst einmal in die Horte. Und ob es von da den Weg zurückfindet in die Kreditvergabe für Investitionen oder für Käufe des Staates, ist noch ein anderes Thema. Diese Horte können flexibel sein. Und in der Situation der Liquiditätsfalle, wenn der Zins bei Null ist, so sagt Keynes, dann ist die Bereitschaft riesengroß, das Geld einfach liegen zu lassen und es nicht wieder auszugeben. Das heißt also, diese Horte blähen sich auf und der Kreislauf erschlafft. Das ist die korrekte keynesianische Interpretation des normalen Konjunkturzyklus. Und das ist eine große Leistung von Keynes, dass er uns das gezeigt hat, wie das geht. Ja, und welche Rolle spielt hier die Europäische Zentralbank oder die Einzelnotenbanken, die ja existieren? Nun, die drucken jetzt Geld und schieben dieses Geld auch mit in den Wirtschaftskreislauf hinein, aber es bleibt vielleicht in den Horten liegen. Sie kaufen Staatspapiere, gut, dann wird es erst verwendet, aber dann nach einer Runde über die Ersparnisse landet es doch wieder in den Horten. Und wenn die Liquiditätsfalle besteht, wo also die Bürger, das heißt die Unternehmen, die Bürger und auch die Banken bereit sind, Zusatzliquidität beliebig zu absorbieren, dann ist auch diese Notenbankpolitik eigentlich unwirksam. Das ist die Story, die in jedem makroökonomischen Lehrbuch keynesianischer Natur im Grunde grundsätzlich dargelegt wird. Ja? Und man fragt sich dann natürlich, wenn das so ist, warum macht die Notenbank das alles? Dazu komme ich gleich noch. Kann man diese Horte messen? Wo wissen wir denn, wo das Geld liegt? Nun, man kann es nicht direkt messen, aber indirekt kann man es messen. Wenn man nochmal die Kurve der Geldmenge, der Zentralbankgeldmenge sich vor Augen führt, und sie jetzt mal als Indexkurve darstellt und mit anderen Kurven vergleicht, wo dieser Punkt, dieser weiße Punkt bei 2008 gleich 100 ist, sieht man doch was Interessantes. Also nochmal, diese Geldmenge ist das Bargeld bei Banken und Nichtbanken und die Girokonten der Geschäftsbanken bei den Zentralbanken. Jetzt gibt es eine zweite Geldmengendefinition, das ist das sogenannte M1. Das ist das Bargeld außerhalb der Banken. Und das sind die Sichteinlagen, die die Firmen und die Privatleute bei den Geschäftsbanken haben. Das ist nicht genau dasselbe, weil diese Sichteinlagen im Grunde auch Buchgeld, Giralgeld sind, welches die Banken selber schaffen können durch Kreditvergabe. Und Sie sehen, diese gelbe Kurve, die ist frei von jeder Dynamik. Anders als die blaue Kurve ist das ein ganz stabiler Trend, der sich hier zeigt. Und das erklärt die Horte. Denn wenn die Banken hergingen und das viele Geld, das sie haben, umsetzen würden in eine Kreditvergabe, dann würde damit eine Ausweitung der Giralgeldmenge einhergehen bei den Kunden, die jetzt diese Kredite bekommen. Und dann würde automatisch auch diese gelbe Kurve, ähnlich wie die blaue, nach oben schießen. Aber das ist hier offenbar nicht der Fall. Das ist der Nachweis dafür, dass sehr viel Geld in den Horten liegt und insbesondere von den Banken auf ihren Konten einfach so gehalten wird, ohne dass es in den Kreislauf gesetzt wird. Es gibt noch andere Geldaggregate. Man kann jetzt noch zu dem M1 die Spareinlagen hinzuaddieren. Das sieht auch nicht anders aus.
oder man kann M3 nehmen. Da sind noch länger laufende Forderungstitel, die recht liquide sind, mit einer Fälligkeit von bis zu 2 Jahren dabei. Und es ist ein ganz breites Geldaggregat, da tut sich auch nichts, nicht? Und aus dem Unterschied zwischen diesen Geldaggregaten M1 bis M3 auf der einen Seite und M0, dem Zentralbankgeld, der Geldbasis auf der anderen Seite, kann man erkennen, dass hier das Geld in den Horten tatsächlich gelandet ist. Es liegt unter der Matratze, es liegt im Safe und die Banken halten es auf ihren Konten bei der Notenbank. Ja, aber warum macht die EZB das alles? Die EZB argumentiert folgendermaßen. Die sagt, unser Mandat im Maastrichter Vertrag ist 2% Inflation zu haben. Das haben wir nicht erreicht in den vergangenen Jahren. Die Inflationsrate war immer kleiner als 2%, also müssen wir Staatspapiere kaufen, um die Inflation zu erhöhen. Da fragt man sich, was? Was soll denn das in der Liquiditätsfalle? Was soll dieses Argument? Da können Sie ja nicht die Inflation erhöhen. Die Ausweitung der Geldmenge hat keine sonderlichen Effekte. Sie ist nicht inflationstreibend und sie ist auch nicht expansiv im positiven Sinne. Das Geld landet einfach in den Horten. Und dann sagt die EZB, ja, jetzt haben wir schon so viel gekauft und es wirkt noch nicht, wir müssen noch mehr kaufen. Und es passiert immer noch nichts, also müssen wir noch mehr kaufen. Das ist jetzt für Jahre hinweg die Logik der Europäischen Zentralbank. Aber es überzeugt wirklich nicht, wenn wir in der Liquiditätsfalle sind. Und es überzeugt auch deswegen nicht, weil das ja rechtlich problematisch ist. Der Artikel 123 AIOV, der im Maastrichter Vertrag beschlossen wurde, besagt ja, dass eine Monetisierung der Staatsschulden verboten ist. Das ist verklausuliert formuliert, da steht da so ein kleines Adjektiv, naja, direkte Käufe von Staatspapieren sind verboten, schließen Juristen raus, indirekt sind sie erlaubt und dann kommt doch diese Politik zustande, aber dem deutschen Verfassungsgericht sträuben sich hier die Nackenhaare und es hat ja mehrere Vorlagenbeschlüsse beim EuGH in dieser Sache gemacht und zum Schluss dieses Jahr ja auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs kassiert, indem es das nicht akzeptiert. Sagt. Da hat das Europäische Gericht sein eigenes Mandat überschritten. Das geht so nicht, es muss anders erläutert werden. Man hat das politisch jetzt unter den Teppich gekehrt, aber es bleibt ein tiefes Zerwürfnis zwischen der Interpretation der Geldpolitik durch Deutschland und durch andere Länder und das deutsche Verfassungsgericht hat sich hier eingeschaltet. Gut, also wenn ich das zusammenfassen darf, was die EZB hier tut, ist, sie versucht etwas, was sie gar nicht kann, nicht? In der Liquiditätsfalle mit Geldpolitik irgendwas anzuschieben und sei es die Inflation und was sie eigentlich, da streiten sich die Juristen, nicht darf. Also sie tut was, was sie nicht kann und nicht darf. Und da stellt sich die Frage wirklich, warum tut sie das denn? Das weiß man nicht. Das ist eine Sache von Mutmaßungen. Da kann man vielleicht die Public-Choice-Theorie bemühen, die sich ja damit beschäftigt, was so die Motivationslagen politischer Gremien sind. Aber so richtig handfest ist das nicht. Eine Spekulation wäre, man will eine Gemeinschaftshaftung der Staatsschulden erzwingen, nicht? Wenn ich jetzt für 3,5 Billionen Euro Staatspapiere und Papiere staatlicher Instanzen abgeladen werden bei der Europäischen Zentralbank, da liegen sie erstmal. Jetzt hat man zwar eine Juste-Retour-Regel, eigentlich soll jede Notenbank für ihre eigenen Risiken aufkommen, aber wenn es hart auf hart geht, ist das ja doch ein bisschen anders. Und Notenbanken können im Eurosystem mit ihren gegenseitigen Verpflichtungen insolvent werden. Das haben übrigens Clemens Fuß und ich ja mal in einem Aufsatz gezeigt. Also das könnte eine Motivationslage sein, dass man auf diese Weise die Staatsschulden letztlich in allgemeines Geld verwandelt und auch den Prozess gar nicht mehr so richtig rückgängig machen will. Und es gibt natürlich Verteilungseffekte dieser
Politik über die Kurse der Staatspapiere, die hochgehoben werden, und die Zinsen, die in den Keller gedrückt werden. Ich erinnere Sie an das Memorandum, welches Ex-Gouverneure der Europäischen Zentralbank vor einem Jahr veröffentlicht haben. Es sind also bekannte Namen. Hanun, Issing, Liebscher, Schlesinger, Stark, Welling, Larosière, Noyer, die hier ihren Namen hergegeben haben. Und was sagen die? Nun, ich zitiere wörtlich: Es erhärtet sich immer mehr der Verdacht, dass hinter dieser Maßnahme, also dem Kauf der Wertpapiere, die Absicht steht, hochverschuldete Regierungen vor einem Zinsanstieg zu schützen. Das war ein hartes Verdikt, weil es ja sagte, was die EZB macht, ist gar keine Geldpolitik mehr, die so im allgemeinen Interesse ist, sondern es ist eine Fiskalpolitik zum Schutz von überschuldeten Staaten vor hohen Zinsen. Und wenn die das sagen, das ist ja nicht irgendwer. Issing ist der langjährige Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, der das Eurosystem ja auch maßgeblich selbst mitgestaltet hat. Das ist, glaube ich, schon gewichtig. Und Sie sehen, dass tatsächlich die Zinsen hier gefallen sind. Deutschland hat sehr profitiert. Der deutsche Staat kann sich zu negativen Zinsen inzwischen verschulden. Er kriegt also von seinen Gläubigern noch Geld gezahlt dafür, dass er so nett ist, das aufzubewahren. In Spanien ist der Zins faktisch null, nachdem er früher durchaus höher war. Ja? Also 2011, 2012 war der Zins für 10-jährige Staatspapiere bei 11-12% und vor dem Euro 1995, als der Euro da beschlossen wurde auf dem Gipfel von Madrid, da war man bei 12%. Also sehr viel höhere Zinsen. Der Euro war also ein Bonanza insofern, als er die Zinsen gesenkt hat, lange vor den Krisen, aber jetzt in der Krise natürlich ganz besonders. Und es ist nützlich, hier mal die USA-Kurve daneben zu halten. Sie sehen, dass die spanischen Zinsen heute niedriger sind als die der Vereinigten Staaten. Daraus müsste man dann schließen, die Bonität des spanischen Staates ist höher als die der Vereinigten Staaten von Amerika. Ob das stimmt? Es deutet doch eher darauf hin, dass es an der besonders aggressiven und ausladenden europäischen Geldpolitik liegt, nicht? Wenn die Papiere des spanischen Staates gekauft werden, geht der Kurs hoch, die Effektivrendite geht runter in den Keller. Übrigens, in Amerika kauft die Fed überhaupt keine Staatspapiere der Einzelstaaten. Kalifornien war am Rande der Pleite. Und es wäre so schön gewesen, die Zentralbank hätte die kalifornischen Staatspapiere gekauft, hat sie nicht gemacht. Die Zentralbank kauft die bundesstaatlichen Papiere, aber nicht die Papiere der Einzelstaaten. Ja, wen haben wir hier noch? Italien. Italien hat auch am aktuellen Rand heute Zinsen, die sind so niedrig wie die der Vereinigten Staaten von Amerika. Und 2019 waren sie sogar temporär niedriger. Auch das beweist und zeigt eigentlich, dass hier in Europa besonders aggressiv vorgegangen wird mit der Geldpolitik und erhärtet den Verdacht, den die Ex-Zentralbank-Gouverneure, die ich vorhin gezeigt habe, hier geäußert haben. Und dann gucken Sie nach Griechenland. Zwischendurch in der Eurokrise waren die Zinsen so hoch, kann man hier gar nicht mehr einzeichnen. Aber am aktuellen Rand amerikanische Zinsen. Also ist die Bonität Griechenlands heute so hoch wie die der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich sagte ja vorhin schon, die Schuldenquote hat die 200%-Grenze gerade geknackt und läge bei über 250%, wenn es nicht den Schuldenschnitt 2012 gegeben hätte. Nicht? Das sind alles klare Indikatoren, dass das mit natürlichen Marktprozessen hier wenig zu tun hat, sondern dass das das Ergebnis dieser gezielten Politik der Europäischen Zentralbank ist. Auch wer profitiert davon? Die Staaten, aber auch ganze Volkswirtschaften profitieren. Hier sehen Sie, dass von den Krisenländern der Eurozone netto an das Ausland gezahlte Vermögenseinkommen. Man hat ja Vermögensbesitz im Ausland, Ausländer haben Vermögensbesitz im Inland, da fließen Erträge in beide Richtungen und dies ist die Nettozahlung von Zinserträgen, Kapitalerträgen im weiteren Sinne, Dividenden und Pachterträge und was alles mögliche ist dabei.
Also ein ganz breites volkswirtschaftliches Aggregat. Und Sie sehen, diese Zinsen und diese Erträge, die man bezahlen musste für die hohen Auslandsschulden, die diese Länder durch ihre Leistungsbilanzdefizite früher aufgebaut hatten, war riesengroß. Ging gegen 70 Milliarden Euro und dann ging es runter. Die Länder, die ich hier betrachte, sind übrigens Griechenland, Italien, Portugal, Spanien und Zypern. So, eine hypothetische Frage. Wie wäre es eigentlich gewesen, hätten diese Länder ihre negative Nettoauslandsposition, die sie dann nun mit sich herumschleppen aus früheren Zeiten, wo sie Leistungsbilanzdefizite hatten, weiterhin bezahlen müssen zu einem Zins, einer Ertragsrate wie im Jahre 2007, dann wäre dies die Kurve gewesen. Und in der Differenz zwischen den beiden Kurven sehen Sie jetzt den Vorteil, den diese Volkswirtschaften in ihrer Gesamtheit aus den niedrigen Zinsen haben. Das waren allein im Jahre 2019 77 Milliarden Euro und in der Summe der Jahre waren das 564 Milliarden Euro. Nicht? Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Also man kann jetzt wirklich sehr lange darüber debattieren, warum die Zinsen so niedrig geworden sind, die sie zahlen. Da steht die Aussage, der Verdacht der Zentralbankgouverneure gegen andere Interpretationen, dass es mir eine natürliche Geschichte sei. Was auch immer die Ursache war, jedenfalls haben die Zinssenkungen gewaltige internationale Verteilungseffekte gehabt. Und auf der anderen Seite steht natürlich Deutschland. Deutschland ist das Land mit dem größten Nettoauslandsvermögen nach Japan auf der Welt durch die großen Exportüberschüsse aufgebaut. Und wir haben entsprechend hohe Einkommensverluste erzielt durch die niedrigen Zinsen. Es gibt ja Leute, die sagen, die Deutschen profitieren von den niedrigen Zinsen. Naja, der deutsche Staat, alle Staaten sind verschuldet, aber der Staat ist ja nur ein Teil des Ganzen, nicht? Staat, Unternehmen und Private zusammen im Außenverhältnis haben Forderungs- und Vermögenstitel netto gerechnet gegen den Rest der Welt durch die Exportüberschüsse erzielt und die Erträge darauf fallen. Das habe ich aber jetzt hier nicht ausgerechnet. Hier sehe ich es mal von der anderen Seite, von der Seite der Mittelmeerländer, die da in der Krise sind. Außerdem gibt es natürlich Verteilungswirkungen innerhalb der Länder. Das heißt, Kleinsparer, die nur Sparbücher haben oder Lebensversicherungsverträge haben, die kriegen jetzt wenig Zinsen. Die Lebensversicherer haben ja Schwierigkeiten, die Garantieverzinsung zu erfüllen. Stiftungen wissen gar nicht mehr, wie sie ihre Ausgaben finanzieren. Die mussten ja mündelsicher das Geld anlegen und sollten nur die Erträge verwenden. Die gibt's aber nicht mehr. Also wir haben hier Probleme noch und noch und es gibt massiv Verlierer und es gibt natürlich auch innerhalb Deutschlands massiv Gewinner. Das sind die Schuldner, die sich jetzt also billig den Kredit besorgen können. Wer ein Häusle baut, gehört also mit zu den Gewinnern. Der Staat gehört zu den Gewinnern. Und die kleinen Sparer, die also die Kredite dann zur Verfügung stellen, sind die Verlierer. Gewaltige Verteilungseffekte. Wir haben jetzt zwei große Gefahren aus dieser lockeren Geldpolitik. Ich weiß nicht, ich kann keine Prognose machen, welche dominiert und was passieren wird. Aber diese zwei Gefahren sollte man sich klar vor Augen führen. Die erste Gefahr ist die der Zombifizierung aller Japan. Darüber habe ich gesprochen. Ja, Schumpeter, der große Ökonom, hat ja mal den Begriff der schöpferischen Zerstörung gebracht. Und er hatte so eine Theorie vom Boom und Bust, vom Boom und von einem Kollaps der Wirtschaft. Wie so ein Sägezahn geht die Entwicklung hoch und dann runter, hoch und runter. Und beim Runtergehen zerbrechen Firmen, die in der Blase groß geworden sind, die Blase platzt und es gibt Konkurse und auf den Ruinen dieser kaputtgegangenen Firmen wachsen neue Startups. Ja? Die Arbeitskräfte, die diese Firmen vorher in Beschlag genommen haben, werden frei für die Startups. Die Grundstücke und Immobilien werden frei für die Startups. Nicht? So ist die Idee von Schumpeter mit seiner schöpferischen Zerstörung. Das ist übrigens eine alte marxische Idee, ist der marxische Konjunkturzyklus, den der Schumpeter übernommen hat und dargestellt hat und aber sagen wir mal, einem positiven Vorzeichen versehen hat, dass es besser klingt, aber von der Sache her ist es ähnlich.
Und das ist die Quelle des wirtschaftlichen Fortschritts gewesen, nicht? Auf den Ruinen der überkommenen Firmen entstanden neue, und das hat in den letzten 200 Jahren das wirtschaftliche Wachstum getrieben. Und wenn man das abblockt, indem man die Konkurse verhindert und mit ganz viel Geld aus der Druckerpresse und von den Staaten alles verhindert, dann bleiben Unternehmen, die eigentlich jetzt mal Schluss machen müssten, am Leben, und die Wirtschaft funktioniert nicht mehr richtig. Man drückt also sozusagen das, was Ökonomen die natürliche Grenzproduktivität des Kapitals nennen, durch diesen Prozess nach unten, weil die Zombies nicht mehr richtig funktionieren. Da kommt in den Statistiken vielleicht heraus, dass der natürliche Zins negativ ist, aber so natürlich ist er gar nicht, wenn man durch diese lockere Geldpolitik den schumpeterschen Prozess der schöpferischen Zerstörung abblockt. Ist also eine Gefahr, und Japan zeigt das ganz deutlich. Ich habe schon gesagt, die Japaner sind am langsamsten gewachsen von allen in den Jahren seit 1990, weil sie eben diesen Weg der Rettung von allem und jedem beschrieben haben. Auch sozialistische Systeme haben ja immer alles gerettet, gab es auch keinen Fortschritt, und deswegen waren sie vielleicht irgendwie eine Weile stabil, aber sie wuchsen nicht, und zum Schluss merkte man dann, dass das überhaupt kein sinnvoller Weg war. Man kann im Übrigen ganze Volkswirtschaften zombifizieren, wenn man den Zins senkt, weil dann Strukturen entstehen, die auf dem niedrigen Zins aufgebaut sind und bei normalen Zinsen gar nicht mehr wettbewerbsfähig werden. Es werden also sehr viel Kapitalien und Kräfte der Menschen in Aktivitäten gelenkt und dort belassen, die bei normalen Zinsen dort gar keine Daseinsberechtigung hätten und durch Konkurs verändert werden können. Nicht? Der italienische Mezzogiorno ist letztlich ein großer Zombie. Das sind Unternehmen, die sind schon ein halbes Jahrhundert nicht wettbewerbsfähig. Vermutlich auch deswegen, weil die Löhne von den Gewerkschaften im Norden hochgesetzt wurden auf ein Niveau, das da gar nicht passt. Und dann hat man durch Transfers vom Norden an den Süden das ausgeglichen, den Lebensstandard gerettet. Aber die Wettbewerbsfähigkeit kam auf die Weise nie wieder hoch. Man nennt das auch holländische Krankheit, weil wenn ein Land wie Holland in den 60er Jahren Gas findet, das Gas verkauft, kann das Lohnniveau, der Lebensstandard erhöht werden, Industrie kaputt. Nicht? Dieses Phänomen, da gibt es eine breite Literatur in der Volkswirtschaftslehre, nennt man holländische Krankheit. Das ist sowas Ähnliches wie die Zombifizierung, die man erzeugen kann, indem man eine Geldpolitik macht, die die Zinsen unter das natürliche Niveau treibt. Aber dann gibt es eine andere Gefahr noch. Das ist die Gefahr der Inflation. Darauf will ich jetzt mal zu sprechen kommen. Dieses Bild ist aus der Hyperinflation 1923. Im Krieg, im Ersten Weltkrieg, hat der Staat sich verschuldet über Papiere, die von der Notenbank anschließend monetisiert wurden. Und man hat das auch nach dem Krieg so gemacht, und es kam immer mehr Geld in Umlauf. Und zum Schluss war das Preisniveau so gewaltig hoch, dass das Geld nichts mehr wert war. Nicht? Man konnte sich dann mit dem Geld die Wände kleistern oder hier wie diese Dame halt ein Kleid machen und darauf dann anstoßen. Geld war wirklich dann nur noch Papier. Das war schlimm für Deutschland. Der Mittelstand verarmte, nicht nur der Geldadel, sondern die kleinen Leute, die zu arm waren, um Aktien und Häuser zu haben, aber ihre Spargroschen hatten, die haben damals viel verloren. Und es ist Konsens unter den Historikern, soweit ich das sehe, dass dies eben mit zur Radikalisierung dieses Mittelstandes beigetragen hat, sodass dann die Weimarer Republik in Schwierigkeiten kam, und auf den Ruinen der Weimarer Republik ist dann die Nazi-Herrschaft errichtet worden. Es waren dann noch andere Dinge. Die Weltwirtschaftskrise 29 bis 32 hat natürlich dann der Weimarer Republik den Rest gegeben und die Nazis kamen. Es ist gefährlich, solch eine Politik zu betreiben. Nun, wovon redet der, mögen Sie fragen. Wir haben doch gar keine Inflation. Na, haben wir auch nicht. Hier, Sie sehen am aktuellen Rand, da haben wir sogar eine leichte Deflation im Eurosystem, was auch mit der Mehrwertsteuersenkung in Deutschland zu tun hat. Also das ist nicht so. Auch der Preisindex
für die erzeugten Waren inklusive der Investitionsgüter zeigt hier keine Dynamik. Wir waren da schon temporär mal in Deutschland über 2%, aber jetzt sind wir nur noch am aktuellen Rand bei 0,8. Also derzeit keine Inflationsgefahr. Und das liegt woran? An der Liquiditätsfalle. Nicht? Das Geld bleibt in den Horten liegen und geht nicht in den Kreislauf zurück. Aber das kann sich immer ändern. Und dann weiß man gar nicht, wie man bremsen soll. Das Bild des Kutschers, der die Zügel nicht findet, ist uns Studenten, als ich studiert habe vor 50 Jahren, schon nahegelegt worden. Ich will es nochmal wiederholen. Ja? Hier ist also so eine Kutsche, die Pferde machen da einen relativ müden Eindruck und der Kutscher lässt die Zügel da ganz lang hängen. Er kann sie so lang machen, wie er will, die Pferde laufen trotzdem nicht. Die sind einfach müde. Also, das ist die Geldpolitik, ist wie so lange Zügel. Sie kann da nicht wirklich was anstoßen. Man kann mit den Zügeln nur bremsen, aber man kann nicht anschieben. Mit dem Strick kann man ziehen, aber nicht drücken. Nicht? Das ist die Grundidee zur Erläuterung der Unwirksamkeit der Geldpolitik in einer solchen Flaute. Aber das kann sich ja ändern, das Gelände kann abschüssig werden, die Pferde können sich erholen, sie fangen an zu galoppieren. Und wenn jetzt die Zügel zu lang gelassen sind, hat der liebe Kutscher da auf seinem Kutschbock die liebe Not, die Zügel wieder einzufangen und anzuziehen. Das schafft er vielleicht nicht. Und dann findet die Inflation statt. Also die Inflation wird nicht erzeugt durch die langen Zügel der Geldpolitik. Aber wenn sie zu lang sind, kann man auch nicht bremsen. Nicht? Das ist wie, oder ein anderer Vergleich, ein Auto ohne Bremse ist zu fahren, ist fahrlässig, aber wenn es keine Bremse hat, heißt das nicht, dass es gleich einen Unfall hat. Es kann ja eine Weile gut gehen und laufen. Das zu prognostizieren, wann der Unfall wäre, ist schwer zu sagen. Aber abschüssiges Gelände kann passieren. Es kann sein, dass also die Wirtschaft wieder in Fahrt kommt. Denken Sie sich mal folgendes Szenario aus. Corona ist überwunden, die Weltwirtschaft zieht an, die Produktionskapazität ist lädiert durch die Krise, aber die Nachfrage steigt, die Ölpreise steigen. Es ergibt sich eine Lohnpreisspirale, weil die Importpreise ja steigen und die Gewerkschaften höhere Löhne wollen zum Ausgleich. Da müssen die Unternehmen wieder höhere Preise verlangen. Also dann ändern sich so allmählich die Inflationserwartungen. Und wenn die Inflationserwartungen sich ändern, dann sagen sich die Leute, oh, da muss ich ja aufpassen, dass ich mein Geld jetzt nicht im Tresor halte, sondern dass ich das ausgebe. Und die Banken denken das ja genauso. Und dann plötzlich kommt der Kreislauf richtig in Schwung und wird inflationär. Das ist möglich. Und dann kann man eben nicht mehr bremsen, nicht? Die Inflation beginnt erst zu traben. Aus dem Trab wird ein schnellerer Trab und schließlich ein Galopp. Das ist das, was Deutschland erlebt hatte. Anfang der 20er Jahre, übrigens zur gleichen Zeit, als die spanische Grippe wütete und weltweit und auch sehr viele Todesopfer verlangte, viel mehr übrigens als Corona heute. Wir reden hier über 50 Millionen Menschen und mehr, die gestorben waren. Ja, ist es denn so, dass der Kutscher die Zügel nicht anziehen kann? Ich glaube schon. Die EZB kann nämlich, weil sie sehr viel Geld durch den Staatspapierkauf in Umlauf gebracht hat, statt durch Refinanzierungsoperationen, wo sie den Banken kurzfristige Kredite gibt, die ja auch mal dann schnell zu Ende sein können, weil sie diesen Weg gewählt hat, kann sie nicht den Rückwärtsgang einlegen, denn sie müsste die Staatspapiere, die sie hat, wieder verkaufen. Dann bezahlen die Leute Geld an die Notenbank verbrennt das, Geldmenge kleiner. Aber wenn sie das tut, wenn sie die Geldmenge auf diese Weise reduziert, dann gehen die Kurse der Staatspapiere in den Keller und die Zinsen, die die Staaten bieten müssen für neue Papiere, gehen in den Himmel. Die Staaten haben Finanzierungsprobleme und Banken, die ähnliche Papiere in ihrem Portfolio haben, die durch die Geldschwemme
hochgehoben wurden und die als Luftnummern letztlich in den Bilanzen verbucht sind, die müssten das jetzt abschreiben. Diese Luftblasen in den Bilanzen würden platzen und die Banken kämen in Schwierigkeiten, wir hätten Bankensterben. Und weil diese beiden Probleme so groß geworden sind inzwischen, wird das ja gar nicht passieren. Also politökonomisch ist die klare Prognose, der EZB-Rat wird diesen Rückwärtsgang nicht einlegen, sondern er wird dann sagen, ja, wenn wir jetzt ein bisschen Inflation haben, ist ja gar nicht so schlecht. Wir haben 20 Jahre unter 2% gehabt, jetzt können wir auch noch 20 Jahre über 2% haben, das gleicht sich dann schon wieder aus. Man wird das also semantisch irgendwie begründen, dass man die Zügel nicht anzieht. Das sind die Bewertungsblasen, die platzen würden und die Zinsen, die die Staaten in Schwierigkeiten bringen. Also nochmal, Inflation kann man nicht prognostizieren, aber man kann diagnostizieren, dass die Geldschwemme den Geldwert gefährdet, weil die Bremse fehlt. Und wie weit wir hier schon sind, zeigt die italienische Diskussion über die Geldpolitik. Sie kennen vielleicht den Präsident des EU-Parlaments, David Sassoli. Er hat im November gesagt, l'Europa deve cancellare i debiti per il Covid. Europa muss die Covid-Schulden annullieren. Die Staatspapiere, die in der Krise entstanden sind und jetzt bei den Notenbanken liegen, soll man doch einfach streichen. Er sagt, ist doch egal. Da fließen Zinsen an die Notenbanken, die Staaten zahlen Zinsen auf die Papiere an die Notenbanken und die Zinsen fließen ja wieder zurück an die Staaten, weil die Staaten die Eigentümer der Notenbanken sind, können wir doch alles streichen, ist doch Jacke wie Hose. Stimmt aber nicht, weil wenn man das streicht, kann man die Papiere ja nicht wieder in den Markt zurückgeben, um die Geldmenge zu verkleinern, indem man sie verkauft und Geld rauszieht aus der privaten Wirtschaft. Übrigens hat sich Riccardo Fraccaro ganz ähnlich geäußert. Das ist sowas wie der Kanzleramtsminister im italienischen Kabinett bei Giuseppe Conte. Also beides extrem hochrangige Politiker, die diesen Vorschlag gemacht haben. Und da sehen Sie, wo die Reise hingeht. Es ist überhaupt nicht dran gedacht, jedenfalls von vielen einflussreichen Kräften in Europa, hier jemals wieder diese vielen Staatspapiere in den Markt zurückzugeben. Sondern die sollen da mal ewig liegen bleiben. Und insofern ist das Inflationsthema schon wichtig. Es gibt sogar auch erste Anzeichen für eine Inflation. Wenn Sie nämlich die Immobilienpreise sich anschauen, dann sehen Sie in einigen Ländern Inflationstendenzen. Frankreich hatte hier vor der Lehman-Krise links im Bild eine Inflation. Das war die Blase des südeuropäischen Mittelmeerraums, an der Frankreich partizipierte. Seitdem nicht mehr. Aber Portugal hat schon ganz schöne Inflation gehabt. Die Immobilienpreise sind seit 2008 um 53% gestiegen. Und Deutschland um 71%. Oder Österreich um 96%. Und die deutschen Preise, die hier dargestellt sind, sind auch nur die Preise in den Landkreisen und kreisfreien Städten, wo wir diesen Zuwachs haben. Es sind beides Bundesbankzahlen. Die Bundesbank hat das erhoben. Die 127 Städte haben eine Preissteigerung von 94% und die Großstädte, die sieben, die wir haben in Deutschland, haben sogar eine Preissteigerung von 121% gehabt seit der Lehman-Krise. Die Preise haben sich also mehr als verdoppelt. Nun gut, das geht in den Konsumgüterpreisindex nicht ein, da gehen nur die Mieten rein, aber was ist mit selbstgenutztem Wohneigentum? Junge Familien, die sich das kaufen wollen, die finden das sehr teuer und für die steigt dann der empfundene Preisindex sehr wohl. Deswegen kann man diskutieren, ob man den Warenkorb für den Preisindex nicht ein bisschen ändert. Also ein junger Professor, der nach München kommt, ich rede ja hier von München aus, kann sich bitte kein Haus leisten, auch kein Reihenhaus. Dafür hat er das Geld nicht. So weit sind wir gekommen.
Und es kann natürlich sein, dass beide Gefahren, die Zombifizierung und die Inflation, sogar zusammenkommen. Weil wenn die Zombifizierung die Dynamik der Wirtschaft verringert und das Güterangebot verknappt und gleichzeitig die Geldpolitik zum Schluss, wenn die Horte sich auflösen, die Nachfrage anschiebt, dann kann Stagnation und Inflation zusammenkommen. Ähnlich hatten wir das ja in den 70er Jahren bei der Ölkrise. Gibt es geschichtliche Erfahrungen? Naja, nochmal 1923, wenn die Arbeiter die Lohntüte gekriegt haben, mussten sie damit sofort zum Bäcker laufen und sehen, dass sie noch Brot kriegten, weil am Abend das Geld schon nichts mehr wert war. So war die Situation. Überall ergaben sich lange Schlangen. Eine dramatische Inflation. Der Preisindex, der stieg von 1914 bis 23 auf über eine Milliarde dessen, was er vorher war. Also letztlich war das Geld zum Schluss nur ein Milliardstel dessen wert, was es ursprünglich mal wert war. Aber Inflationen gab es in der Geschichte überall. Da gibt es lange Dokumentationen. Peter Bernholz, Peter Kugler aus der Schweiz haben ja Bücher dazu geschrieben. Im Ming-China sieht man, dass der Silberpreis sich von 1375 bis 1488 auf das 750-fache vergrößert hat. Also wenn Silber für Repräsentant ist für andere Güter auch, dann ist auch dort die Währung auf ein 750-stel des Wertes gefallen. Die Assignaten der französischen Revolution waren so Schuldscheine, die gedeckt waren durch die konfiszierten Eigentümer der Kirche, die man verkaufen wollte. Aber da ist der Preisindex letztlich auch innerhalb weniger Jahre von 1789 bis 96 von 1 auf 113 gestiegen. Also eine Ver-113-fachung des Preisniveaus. Die waren zum Schluss gar nichts mehr wert. Man hat sie öffentlich auf den Marktplätzen verbrannt. Oder die Zeit der Schinderlinge. Nicht? Der Gulden war stabil, aber die Untereinheit waren Pfennige und die Pfennige hatten Silber und den Silbergehalt hat man immer weiter reduziert, damit man mehr Pfennige ausgeben konnte, sodass also der Preis des Gulden von 300 Pfennigen auf 3600 irgendwas Pfennige hochging. Verzwölffachung des Preisniveaus in der Zeit. Der Schinderling ist also dieser schlechter werdende Pfennig mit dem immer kleineren Silbergehalt. Oder auch in den USA gab es während des Sezessionskriegs eine Inflation. Wir wissen nicht, wie hoch sie war. Also dieses Mal nur der Zuwachs der Geldmenge auf das Zehnfache innerhalb nur weniger Jahre von 61 bis 64. Und es gab in den Südstaaten eine ganz massive Inflation und auch im Norden gab es eine Inflation. Und dann die sogenannte Zeit der Kipper und Wipper. Ja? Kippen und Wippen hat damit zu tun, dass da also auch diese Geldeinheiten kommen, die Taler, die immer weniger Silber enthalten. Wippen heißt wiegen. Man wiegt die Taler und wenn sie zu leicht sind, dann kippt man sie zur einen Seite und die guten, die noch schwer sind, zur anderen Seite. Man musste also immer eine Waage dabei haben, um den Wert des Geldes zu analysieren. Und da hat sich doch also das Preisniveau des Edelmetalls verfünffacht innerhalb von nur 3 Jahren. Und im Römischen Reich, als es dem Ende schon nahe ging, Kaiser Gallienus hat auch eine Vervierfachung des Preisniveaus praktisch aktiv betrieben, indem er den Silbergehalt des Denars auf 1/4 reduziert hat. Es ist immer wieder verlockend für die Potentaten dieser Welt, sich Ressourcen aus dem privaten Sektor zu ziehen, indem man mit Geld bezahlt, dessen wahrer Edelmetallwert laufend sinkt und von dem man viel zu viel erzeugt. Wenn ich das mal übersetzen will hier in eine Grafik, die großen Entwertungen, Hyperinflation praktisch 100%, Ming-China auch 100%, Assignate 99%, Zeit der Schinderlinge 92% und so weiter, unter Gallienus immerhin 76% Geldentwertung. Und in Europa? Naja, das wissen wir nicht. Die Inflation hat ja noch nicht stattgefunden. Aber sagen wir mal, ich hoffe, Sie interpretieren es nicht falsch.
das Potenzial für Preissteigerungen, bis es dann irgendwelche Geldknappheit gibt. Das können wir schon, glaube ich, ausrechnen. Und zwar ist das durch das Verhältnis zwischen Zentralbankgeldmenge und Sozialprodukt gegeben. Und das ist so stark gestiegen, dass wenn dieser so gerechnete Geldüberhang inflationär abgebaut würde, ja, dass das eine Entwertung von 80% bedeuten würde. Aber bitte nur würde, Konjunktiv, Gefahr, mit welcher Wahrscheinlichkeit auch immer, und nicht bitte als sicheres Ereignis, schon gar nicht sofort. Ja, wir kriegen ja jetzt keine Inflation im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr, sondern das sind, wenn dann, Prozesse, die ziehen sich über längere Zeiträume hin. Nach 10 Jahren sollten wir uns mal wieder reden, wiedersehen, wenn ich dann auch da bin, um zu gucken, was daraus geworden ist. Damit komme ich zum Schluss. Die Corona-Krise hat eine Whatever-it-takes-Mentalität erzeugt. Es ist sehr viel Geld auf den Tisch gelegt worden und die Frage, ob das überhaupt sinnvoll war, Konjunkturpolitik zu machen, stellt sich. Konjunkturpolitik und wohlbegründete Kontaktangst der Menschen, damit sie sich nicht anstecken, stehen offenkundig im Widerspruch. Und es war nicht richtig in Deutschland hier im Sommer diese Konjunkturprogramme aufzulegen. Jetzt haben wir den Salat und wir haben also viel zu viele Kontakte gehabt. Die Monetarisierung der Staatsschulden hat schon jetzt massive Verteilungseffekte. Ich habe Ihnen die Effekte zwischen den Staaten gezeigt und darauf hingewiesen, dass das auch innerhalb der Staaten zwischen Gläubigern und Schuldnern passiert, durch die niedrigen Zinsen, auch wenn es noch keine Inflation gibt. Und dass es keine Inflation gab, liegt an der Liquiditätsfalle. Ich hoffe, Sie haben verstanden, wie das zustande kommt, warum dieses klassische Modell des geschlossenen Kreislaufs falsch ist. Es gibt das Phänomen der Horte, und dass die Horte eine Rolle spielen, haben wir durch den Vergleich zwischen der Zentralbankgeldmenge, die in den Himmel schießt, und der relativ stabilen Entwicklung von M1, M2, M3 gesehen. Die niedrigen Zinsen implizieren, dass die schöpferische Zerstörung aller Schumpeter jetzt abgeblockt ist. Es findet möglicherweise eine Zombifizierung der Wirtschaft statt. Und die Geldmenge bedeutet eine fehlende Bremse, sodass, wenn es wieder losgeht, man nicht stoppen kann und dass die Inflation ihren Lauf nimmt. Oder vielleicht gibt es beides. Also mit anderen Worten, wenn wir alles so zusammennehmen, ist die Eurozone auch nichts anderes als die Geldsysteme früherer Zeiten. Der Potentat findet es einfach zu angenehm, sich der Druckerpresse zu bedienen. Ein bisschen verschachtelt, indem eben diejenigen, die das Geld ausgeben, die Finanzminister nicht direkt in die Druckerpresse greifen, sondern sie machen dann, geben ihre Papiere aus und die EZB kauft die Papiere mit neu gedrucktem Geld, aber letztlich ist es dasselbe. Man finanziert einen Teil des Budgets aus der Druckerpresse. Die Einkommen der Menschen, der Firmen werden zum Teil, die nicht mehr erarbeitet werden, zum Teil aus der Druckerpresse ersetzt. Und deswegen kann man wohl sagen, die Potentaten von heute erliegen genauso der Verlockung, sich der Druckerpresse zu bedienen, wie das bei Potentaten früherer Zeit der Fall war, nur dass sie heute natürlich demokratisch gewählt sind. Ich möchte aber nicht mit diesem etwas negativen Urteil schließen, sondern Ihnen frohe Weihnachten und ein besseres neues Jahr wünschen. Und ich glaube, dieses bessere neue Jahr wird kommen, denn es ist ja was Großartiges passiert. Das ist Ugur Şahin und Özlem Güreci, die beiden Forscher der Johannes Gutenberg Universität Mainz, die diese Firma BioNTech gegründet haben und diesen fantastischen Wirkstoff mit 95% Wirksamkeit, viel höher als man es erwarten konnte, geschaffen haben aufgrund einer ganz neuen Methode. Sie retten die Welt.
Wir Deutschen können stolz sein, dass die beiden, die sind Deutsche, obwohl sie Kinder türkischer Einwanderer sind, dass die hier sind, dass sie das geschafft haben. Und ich glaube, die türkischen Mitbürger können stolz sein, dass aus ihren Kreisen diese hervorragende Entwicklung hier angestoßen wurde. Und das gibt mir Hoffnung in vielerlei Hinsicht für das kommende Jahr. Vielen Dank.